Die Freischaltung der galaktischen Legende Rey geht in die zweite Runde und dieses Mal heißt es Kämpfe Nummer 1 viermal. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem Projekt oder der Reihe Freischaltung der galaktischen Legende Rey. Dieses Mal geht es in die zweite Runde und es läuft auch genauso ab wie beim ersten Mal. Jetzt im Anschluss geht es dann gleich los mit den ganzen Kämpfen. Es sind vier Kämpfe insgesamt und natürlich die Ansprache, die ich da halte, ist jetzt nicht die, die wir normalerweise habt, weil ich ja, wie gesagt, wie ich es beim ersten Mal schon erklärt habe, dass alles ein bisschen anders läuft. Ich war ja ursprünglich als ein zusammenhängendes Video geplant, ist aber jetzt doch zu einer Videoreihe geworden, was auch definitiv sinnvoller wäre, weil 2 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden oder 6 Stunden, so lange wie es dauert, wäre natürlich vollkommen übertrieben. Auch als Livestream wird es nicht funktionieren, weil es ja die Tokens sammeln muss. Also, genießt die Show, es sind 4 Kämpfe und los geht's! So, jetzt. Teil 2 mit dem Projekt, das der galaktische Aufstieg, Erbin der hellen Seite, hole dir die galaktische Legende Rey. Ja, in den ersten 3 Kämpfen habe ich alle 3 Kämpfe gewonnen. Der eine Kampf war natürlich absolut genial und jetzt geht es natürlich weiter und ich werde das alles auch im Schnelldurchgang machen, weil ich möchte erst die erste Stufe komplett machen und mit den, die ich jetzt hier gesammelt, mit den Tickets, die ich jetzt hier gesammelt habe, ein paar Tage sind vergangen, das merkt man auch an der Kleidung an. Ein paar Tage sind vergangen und wie gesagt, wenn ich jetzt hier alle 4 habe, bleibt noch einer übrig, weil ich kann ja nur 8 Mal die Belohnungen einsacken. 3 habe ich ja schon. Das heißt, 4 Stück, wenn alles glatt geht, kann ich mir heute holen. Und dann habe ich noch eine offen. Und dann kann ich mich anschließend um diese hier kümmern. Also, legen wir los. Halt. Machen wir erstmal BB-8. So. Also. Beim letzten Mal lief es ja nicht wirklich optimal, weil nur BB-8 übrig war, aber BB-8 hat es auch allein gerockt. Das will ich aber natürlich nicht auf Dauer. Jetzt will ich mal sehen, ob das auch so klappt. Okay. So. Also, viel Glück im Schnelldurchgang. Zack. Okay.
So, Kampf Nummer 1 geschafft. Legen wir gleich weiter mit dem Kampf Nummer 2. Stopp. Kampf Nummer 2. Jedes Mal muss man die anscheinend neu machen. Also, los geht's. Kampf Nummer 2 heute geschafft. Der war jetzt noch etwas komischer, aber wie gesagt, solange ich das Ziel erreiche, ist der Rest mir ehrlicherweise vollkommen egal. Und los geht's. Aber ich sollte mal ein bisschen anders vorgehen. Ihn hier. So, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Dann. Moment. So, und jetzt Illumine Destiny. Okay.
zwar Kampf Nummer 3 und dieser war sogar so erfolgreich, dass ich sogar hier alle 3 Sterne auch geholt habe. So, letzter Kampf für heute. Dann legen wir gleich los. War zwar jetzt auch schwieriger, aber trotzdem geschafft. So, meine Freunde, und das war Kampf Nummer 4 heute. Ja, das wird immer etwas, das wird jetzt dieses Mal noch der Stufe 1, aber beim nächsten Mal wird es definitiv die Stufe 2 werden. Also Leute, wir sehen uns in ein, ja, für euch wird es keine paar Tage werden, aber für mich werden es ein paar Tage werden. Ich muss jetzt wieder neue Tickets sammeln und das wird ein paar Tage dauern. Also Leute, bis bald.